weiter geht's. Jetzt sind wir hier bei ASG, dänischer Hersteller von Airsoft-Marken. Und da war Dänemark war auch für mich persönlich der erste Kontakt gewesen mit Airsoft. Da habe ich sozusagen meine allererste Airsoft in den Händen gehalten. Das war Dänemark. Ja, und jetzt bin ich hier auf der IWA und schaue mir mal den Stand von ASG an. Und ja. Fangen wir mal mit den Revolvern an. Da gibt es ja den Dan & Wesson, den gab es ja schon seit einer ganzen Weile. Und jetzt hat ASG, erstmal hat er die festgeschraubt, ich komme da gar nicht ran. Aber wir haben hier noch, die kann ich nehmen. Das ist ja die habt ihr noch die normale, haben wir gar nicht da. Ihr habt ja von mir die 6 Zoll mal im Review gesehen. Und jetzt gibt es halt von Dan & Wesson nochmal kürzere Varianten. Richtig knuffig, mir hat der Revolver auch richtig viel Spaß gemacht, ist auch richtig solide, man hat hier richtig was Tolles in der Hand. Und dieses Oberflächenfinish finde ich absolut genial, auch so hier von der, obwohl ich die eigentlich noch viel, viel schöner finde, weil authentischer. Da ich ja Sammler bin, ja, wäre ja eigentlich mein Wunsch gewesen, die Dan & Wesson Revolver sind ja dafür bekannt, dass sie Wechselläufe haben. Ja. Normalerweise kriegt man die in so einen Koffer und hat jetzt alle Laufgrößen in dem Koffer und kann die einfach so mit so einem Schnellverschluss, sagen wir mal Schnellverschluss, wechseln. Und das wäre absolut genial, wenn hier von ASG auch nochmal so eine Collector's Edition rauskommen würde. Ein Revolver, 3 Läufe in einen richtig geilen Koffer. Ja, das waren die Revolver. Und ja, jetzt gucken wir uns mal was Größeres an. Kommen wir zur CZ Brand. Die ist auch brand new, ja. Es wird anders geschrieben. Mit Brand, B-R-E-N, und anders ist wie Brand, ja. Das ist aber brand new. Ja, da haben wir auch verschiedene Varianten. Einmal hier vom klassischen Sandton zum schicken individuellen Schwarz, zum schönen Mausgrau und auch in unterschiedlichen Lauflängen. Und ja, ich nehme hier mal die lange Variante und dann fässt sich erstmal richtig gut und schwer an. Was mir bei der Waffe nicht so gut gefällt, kann ich mir nicht so mit anfreunden, ist hier dieser Stock, der sieht so aus, als obwohl der ist ein bisschen wackelig. Der passt irgendwie nicht so ganz dazu, aber wenn man den, kann man auch einklappen. Und dann finde ich die schon wieder richtig knuffig. Richtig tolles Teil. Und ihr wisst, leider elektrisch, würde ich mir auch ganz gerne als Gas-Blowback wünschen. Dürfte eigentlich auch gar kein Problem sein, das mal umzusetzen. Und es bleibt zu hoffen, dass hier die Airsoft-Variante gut geht. Denn ich kann mir vorstellen, wenn die sich gut verkauft, dann gibt es vielleicht auch so eine Variante hier mit so einem Loch, wo man einen schönen Gas einfüllen kann. Das wäre wirklich schön. Also ich finde sie eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, was haben wir denn hier noch Neues von ASG? Steyr, okay. Da habe ich die GAK, daher machen mich die Elektro-Tacker hier überhaupt nicht an. Dann haben wir das Ashbury, das habe ich auch selber persönlich zu Hause. Ein richtig schöner Nachbau von VFC, sehr schwer, kommt auch in so einen richtig genialen Koffer. Da habt ihr auch alles dabei, was ihr so braucht. Den Schalldämpfer, den kann man abschrauben, ist der Lauf auch ziemlich kurz. Den Stock kann man klappen. Und das Tolle ist hier an diesem Feeling-System, wir haben also das Magazin genau an der Originalstelle, wo es auch sitzen muss. Und hier haben wir so eine kleine Rampe. Die ersten Varianten von VFC hatten ja ein Problem gehabt, dass die Rampe hier gebrochen ist. Die neueren Modelle haben das jetzt aus Metall gefertigt, sodass der Ladevorgang jetzt störungsfrei funktioniert. Und ich bin absolut zufrieden, weil für mich das ist eine absolute Collector-Waffe, weil, ihr wisst, ich lege darauf großen Wert. Wir haben hier die Original-Markings drauf, richtig genial. Und sieht halt nochmal ein bisschen nach was Besonderem aus. Es gibt auch eine schwarze Variante, die hat es anscheinend nicht nach Deutschland geschafft, habe ich noch nie gesehen, habe ich über meinen österreichischen Shop gefunden. Ja, und hier haben wir so die normalen Geschichten. Eigentlich, ja, nicht so mein Ding. Ich mag die Ashbury, die ist richtig klasse. So, gehen wir mal weiter gucken, was haben wir denn hier noch Schönes? Wollen wir uns mal Pistolen angucken?
Nicht holen. Steyr M9, ist das hier eine CO2 Non-Blowback? Wir gehen weiter, oder? Wir gucken mal nach den Gas-Blowback-Dingern. Ich hoffe, ich habe mir jetzt die Finger nicht... Muss ich mir desinfizieren. Wir wollen ja Gas-Blowback haben. Wo haben wir Gas-Blowback? Das ist ein Revolver. Hier steht der andere, steht da drauf. Airsoft Non-Blowback? Da hinten. Airsoft Blowback. Da gehen wir hin. So, das ist jetzt das richtige Material, was wir uns anschauen wollen. Denn wir wollen nicht nur eine Airsoft haben, die kleine Plastikkugeln ausspuckt. Wir wollen auch so ein bisschen rütteln und schütteln haben in der Hand. Und da sind wir natürlich bei Blowback, genau richtig. So, und dann schauen wir uns mal hier meinen absoluten Favoriten an. Die wollte ich mir auch mal noch persönlich kaufen. Das ist die Shadow von CZ. Das ist eine richtig schöne Waffe, sehr solide gebaut. Merkt man auch, wenn man die in der Hand hat, ist die richtig schön schwer. Und ich finde auch diesen schmalen Schlitten macht die Waffe auch total besonders. Man sieht ja hier, der untere Rahmen ist wesentlich breiter als hier dieser Schlitten. Und das finde ich, das sieht richtig edel aus. Und ja, das wird wohl eins meiner nächsten Errungenschaften. Da habe ich schon gar keinen Spaß, dir was anderes anzuschauen, aber wir sind ja hier. Ich will euch ja den Mund wässrig machen, also gucken wir uns noch mal was anderes an. Hier habt ihr schon wieder, ja, das ist schon wieder was anderes. Also wenn ihr die Möglichkeit hättet, jetzt beide anzufassen, die ist so leicht, da denkt man, die geht kaputt. Aber hier, ja, solide. Da ist der Schatten, da ist das Kompakte. Gucken wir mal weiter, was wir hier noch so Schönes haben. Hier haben wir die klassische CZ-75. Ist wieder sowas, was meinem Alter entspricht. Die kenne ich schon seit Ewigkeiten, auch noch aus dem Reach-Tier-Bereich. Dann haben wir hier nochmal... Oh! Das ist ja die Shadow. Die soll ja ganz gut sein. Okay, Spaß, weiter. Wir haben jetzt denn hier nochmal eine CZ-P09. Die ist ein bisschen kompakter als die Shadow und auch nicht so geschwungen. Ist halt Geschmackssache jetzt. Ihr wisst, die mag ich viel, viel lieber. Und ja, sagt ihr schon. Die packe ich nachher ein. So, jetzt gucken wir uns mal noch was Neues an. Jetzt gucken wir uns mal die Scorpion an. Ich bin ja eigentlich mehr so ein Fan von der klassischen Scorpion. Die ist ja richtig schön kompakt und die neue Evo Scorpion, das ist ja ein riesiger Brocken. Und ASG hat jetzt nachgelegt und hat noch ein paar Zentimeter dran gehangen. Denn jetzt haben wir hier die Long Barrel Version mit Schalldämpfer. Sieht mega taktisch aus und gefällt mir richtig gut. Kommt mal mit. Die müsstet ihr ja schon kennen. Die fand ich ja eigentlich immer, ja, unspannend. Wesentlich besser. Das ist ein richtiges GMR und das sieht mega mäßig aus. Ja. Mit dem Schalldämpfer, ich weiß jetzt gar nicht, ob das alles in dem Paket mit dabei ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Ist gleich der Schalldämpfer. Die Optik nicht. Einzige, was mir hier nicht so gut gefällt, ich weiß nicht, ob das vielleicht nochmal nachgebessert wird. Guckt euch mal hier diese Patronendummies an. Das sieht so aus wie aus dem schnell mal für die Messe auf dem Tintenstrahldrucker ausgedruckt und reingepappt. Sieht mega hässlich aus. Da hoffe ich mal, dass sie sich da noch was Besseres einfallen lassen oder das einfach komplett weglassen. Ist ein interessantes System, hätte ich nie gedacht, dass ich mich mal dafür begeistern kann, aber so in der längeren Variante finde ich das viel, viel schöner. Ja, und was haben wir noch? Achso, dann haben wir noch auch einen Klassiker und zwar von B&T. Habe ich auch schon mal ein Review von gemacht und wo ist dann dieses Ding mit dem Schalldämpfer? Den Schalldämpfer habe ich immer noch nicht. Stopp! Also in der Kombi, es ist eine absolute kompakte Traum-Gas-Blowback-Waffe. Auch hier in der Farbe, halt dieser Kontrast zwischen diesem Schwarz und mit diesem Sandfarben und mit der Optik. Ein Träumchen. Das ist ein richtig schönes Teil und ich frage mich eigentlich, warum ich die immer noch nicht habe. Ich habe sie mal als Review gehabt und habe sie zurückgeschickt. War, glaube ich, das Dümmste, was ich je gemacht habe. Ich packe sie nochmal weg. Denke mal, da habe ich schon wieder was für meine Einkaufsliste.
So, und ich glaube, ich bin mir nicht so ganz sicher, wir haben jetzt alles von ASG, oder hatte ich euch noch nicht gezeigt, ne? Hatte ich euch dann schon eigentlich schon mal die Shadow gezeigt? Okay, schön, das war's, wir gehen jetzt weiter.